Genau, also ich bin vom Max Planck in Saarbrücken. Das ist Max Planck für Informatik. Und meine Forschungsgruppe beschäftigt sich grob mit den Themen Bildverarbeitung, maschinelles Lernen, aber auch mit Schnittmengen mit Robotik, Mensch-Maschine-Interaktion und Grafik. Und insbesondere nehmen wir auch ein Augenmerk, wie wir eben diese neuen Technologien auch kompatibel machen mit den gesellschaftlichen Werten. Das ist auch was, was wir jetzt in den letzten Jahren intensiviert haben, insbesondere eben auch die Privatsphäre, wo ich ein bisschen drüber reden möchte. Genau, also heute im Vortrag einerseits so ein bisschen ein paar Sachen, die wir eben in der Forschung gerade uns anschauen, die ich sehr spannend finde, eben neueste Entwicklungen und auch wie wir Sprache und Bilder verstehen und auch repräsentieren und die Repräsentation den Menschen ähnlicher machen wollen. Und im zweiten Teil quasi die Schattenseite nochmal beleuchten, was sind eigentlich die Implikationen, die wir sehen und die wir auch dann auf die tief technisch sind, deswegen auf der technischen Seite angehen müssen. Und ich habe es eben die dunkle und die helle Seite oder die lichte und die Schattenseite genannt. Wir haben auch einen entsprechenden Workshop eben auf den großen Konferenzen, weil die Sache eben wirklich funktionieren zu Beginn eben immer besser funktionieren, jedem Telefon mittlerweile schon implementiert sind, müssen wir uns auch den Schattenseiten widmen. Hier nochmal so die grobe Übersicht, vielleicht ein bisschen auch, wie das für uns gesehen wird von der technischen Seite. Maschinen, wie jetzt dieser Roboter, aber auch vielleicht ein Algorithmus auf Facebook gewisserweise, sieht auch Bilder und Sprache und versucht ein gewisses Verständnis abzuleiten. Wenn das nicht besonders gut ist, sind das eben bloß Nullen und Einsen, aber über die Zeit hinweg versuchen wir natürlich Repräsentationen zu finden, auch für viele gute Dinge wie Robotik, die immer näher an den menschlichen Verständnis rankommen. Also praktisch, dass die artifiziellen Systeme die Daten und die Bilder immer mehr auch in semantischen Konzepten repräsentieren, wie es auch wir Menschen tun. Und natürlich hoffen wir, dass viele gute Dinge passieren und deswegen die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine besser sein kann und wir deswegen viele gute Dinge erreichen können. Und tatsächlich in den letzten Jahren hat es eben diese Semantic Gap, wie sie auch genannt wird, beginnen etwas zu schließen, sozusagen. Wir haben nicht Repräsentationen, die in gewisser Weise dem etwas ähneln. Also wir können auch semantische Konzepte extrahieren mit einer gewissen Genauigkeit, die eben getrieben von dem, was wir als Menschen auch verstehen, von so einer Szene bestimmt werden. Und natürlich, weil es besser funktioniert, haben wir immer mehr Ansprüche auch einerseits in Anwendungen zum Beispiel wie autonomen Fahren hinsichtlich der Robustheit, Sicherheit, aber auch der Inspizierbarkeit und Transparenz, wie ich später versuche zu illustrieren, sind viele der aktuellen Methoden sehr intransparent. Sie funktionieren sehr, sehr gut, auch die Methoden, die auf ihren Smartphones laufen, aber in gewisser Weise sehr schwer nachzuvollziehen, wie sie ihre Entscheidungen fällen. Das ist eine Reihe von Herausforderungen, die wir eben angeben möchten, wenn wir diese Zukunft auch wollen dann. Die andere Seite ist eben dann eben die Privatsphäre, das ist auch ein sehr aktuelles Forschungsthema, weil eben Computer uns immer besser verstehen, was ich gerade vor zwei Folien als etwas sehr Wünschenswertes dargestellt habe, verstehen sie auch natürlich menschenzentrierte Daten, unser Leben besser. Natürlich die sozialen Netzwerke, in denen wir sehr bereitwillig momentan Daten teilen, bieten natürlich auch eine breite Basis, uns als Gesellschaft oder uns als Menschen zu verstehen. Und besonders auch, wenn wir Daten freigeben, sind das nicht nur unsere Daten, sondern es sind die Daten unserer Gesellschaft und bilden ein Bild unserer Gesellschaft. In dem Sinn, wenn wir etwas preisgeben, geben wir auch etwas über unsere Nachbarn preis. Gut, also einerseits möchte ich im ersten Teil so eine Richtung, wie wir in der Forschung eben dieses Verständnis von Bild und Sprache vorantreiben wollen, angehen. Und da haben wir einen Visual Turing-Test definiert, das möchte ich kurz beschreiben, warum wir das spannend finden und die Sache voranbringt. Und einen zweiten Teil eben auf die dunkle Seite quasi wechseln und ein bisschen erklären, wie wir versuchen eben die Privatsphäre besser zu schützen und das gewisse Weise das Unheil, das wir angerichtet haben, wieder ein bisschen zu beschränken. Okay, dann also einen gewissen Überblick jetzt, um einleitend zu erklären, warum dieser Turing-Test sehr spannend ist. Traditionelles Bildverständnis beschäftigt sich oft mit der Extraktion von zum Beispiel Objekten. Also wir versuchen, wie auch schon im vorherigen Vortrag gezeigt, eben die Umrisse von Objekten zu skizzieren, also ein automatisches Verfahren zu entwerfen, das gelernt hat, zu wissen, wo eine Couch ist, wo ein Monitor ist und so weiter. Oder auch vielleicht etwas detaillierter, wie ich es im nächsten Folie zeigen kann, im autonomen Fahren hier, wo jeder einzelne Bildpunkt von der Maschine vorhergesagt wird und hier eine Farbe zuweist. Und die Farben entsprechen dann eben semantische Klassen, wie sie der Mensch vorgegeben hat. Also jede Farbe ist hier, zum Beispiel das hier wäre eben Gehsteig, dann wäre hier die Straße und hier Geld wäre dann eben ein Verkehrszeichen. Und das ist vollautomatisch eben generiert von dem Eingabe, was Sie oben sehen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das Problem ist nur, dass wir in gewisser Weise hier immer der Maschine vorgeben, wie sie Probleme zu lösen hat. Wir sagen praktisch,
in der Maschine sollen jetzt diese kleinen Kästchen extrahiert werden oder diese bunten Bildpunkte sozusagen. Und das ist gewisserweise eine Beschränkung. Wir geben praktisch den Lösungsweg der Maschine vor, indem wir dann immer sagen, du sollst hier diese Kästchen extrahieren. Und das ist in gewisser Weise limitierend und nicht wünschenswert, weil wir natürlich auch immer die Welt annotieren müssen, wie es auch im vorigen Vortrag schon gesagt wurde. Das ist praktisch so ein Fass ohne Boden gewisserweise. Und natürlich ist es auch unbefriedigend zu sagen, so hast du die Welt zu sehen und das vielleicht sehr beschränken, wenn man jetzt mal in der Ingenieursperspektive interessiert ist, möglichst gute Systeme bauen will. So, der Gegenvorschlag, den wir eben gemacht haben, lehnt sich an einen Turing-Test an. Die Idee hier ist, dass es ein Frage-Antwort-Spiel ist. Wir stellen also natürlich sprachliche Fragen, wie zum Beispiel, welche Farbe hat das größte Objekt in diesem Bild, über ein relativ natürliches Bild eben. Und dann muss das System eben eine Antwort bieten. Das hat einige spannende Implikationen. Einerseits bringt es eben Sprachverständnis, Bildverständnis zusammen und dann in einem nächsten Deduktionsschritt muss das System eben eine Antwort generieren. Auch, was vielleicht noch etwas darüber hinausgeht und spannender ist, wir geben dem System auch nicht vor, auf welche Weise es dieses Ziel zu erreichen hat. Wir sagen praktisch nicht, man muss zuerst das Bild lustig bunt anmalen, wie sie gerade in der Straßenszene gezeigt, sondern wir lassen das gewisserweise offen. Und implizit gibt sich da ein gewisses Bildverständnis, was dann eben nützlich ist, um so eine Frage zu beantworten. In dem Sinne ist es auch, wenn Sie vielleicht noch ein kleines Gedankenspiel mir folgen möchten, auch wenn Sie jetzt mein Verständnis von Szene und Sprache analysieren wollen oder mich testen wollen, würden Sie jetzt ja auch nicht erstmal in den Kopf reinschauen und gucken, ob die Neuronen alle richtig sind oder ob ich da kleine Viereckchen oder Dreieckchen drin habe, das wäre Ihnen erstmal egal. Es ist eigentlich viel mehr zu sagen, ob ich als Mensch sage, richtige Entscheidungen treffen kann und das haben wir gewisserweise hier auch praktisch erfasst, indem wir eben dieses Frage-Antwort-Spiel spielen. Also praktisch eine neue Möglichkeit, komplexere Sprache und Szenenverständnis zu lernen, ohne dass wir quasi einen Lösungsweg der Maschine vorgeben im ersten Schritt. Weil wir praktisch nur das Ziel praktisch setzen, Fragen sollen richtig beantwortet werden. Ich möchte Ihnen mal zwei ganz grobe Einblicke geben, wie wir da rangehen, ganz grob, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Einerseits haben wir Ansätze, die etwas an der sagen, klassischen KI fußen. Da ist natürlich einerseits haben wir die Frage, in dem Fall, was ist das größte Objekt? Dann muss in gewisser Weise ein Schritt kommen, der dieses Sprachverständnis erzeugt, abstrahiert von der natürlichen Sprache, sagen den Kern der Frage erfasst. Auf der anderen Seite haben wir das Bild und auch hier versuchen wir durch einzelne Objekte und Zerlegungen ein gewisses Bildverständnis zu erzielen. Und das bringen wir dann zusammen in einem Deduktionsschritt und finden dann die Antwort. Das ist so ein bisschen die klassische Weise, wo wir eben verschiedene symbolische Abstraktionen haben an den verschiedenen Zwischenschrittstellen, die dann am Ende eben in diesem Deduktionsschritt zu der Antwort führen. Das ist einerseits auch gut, weil wir eben praktisch jeden Schritt inspizieren können. Wir sehen relativ detailliert, wie wir zu der Antwort gekommen sind. Das möchte ich jetzt mal kurz kontrastieren mit den Methoden, die eigentlich momentan erfolgreicher sind und die eben auch in vielen Plattformen eben laufen. Die sind wesentlich nebulöser. Also wir haben hier auch wieder die Eingabe, die Frage und das Bild. Die durchlaufen jetzt einen komplexen Rechenprozess, auch neuronale Netze typischerweise, diese artifiziellen Netze, die sehr einfach eigentlich berechnet werden, aber sehr viele Parameter haben, die eben durch Training dann optimiert werden. Und hier an dieser Schnittstelle, wo eben auch eine Repräsentation von Bild und hier unten von Sprache erstellt wird, haben wir eigentlich nur irgendwelche Zahlenketten, die sagen, für den Menschen nicht mehr zugänglich sind. Es gibt verschiedene Methoden, die wieder zu rekonstruieren und versuchen ranzukommen, was hat eigentlich hier die Maschine repräsentiert, aber im ersten Schritt ist es nicht sehr einfach, Gegenstand aktueller Forschung, dies wieder interpretierbarer zu machen. Und dann von dieser nebulösen Zwischenrepräsentation wird dann eben die Antwort synthetisiert. Das schließt mir ein bisschen den Bogen von meiner Einleitungsfolie. Wir haben sehr performante Systeme, die auf diesen Paradigmen funktionieren, aber wir geben viel an der Interpretierbarkeit und Transparenz der Systeme auf. Ich habe mich so ein bisschen detailliert illustriert. Das wird schon ein bisschen technischer hier. Das System funktioniert im Wesentlichen so, ist ein Bild, das durch einen Block hier kodiert wird in eine lange Zahlenkette. Am Ende bleibt nur eine Kette von etwa 1000 Zahlen übrig, die dann sozusagen versucht, alle möglichen Bilder in diesen hochdimensionalen Raum einzubetten. Dann gibt es hier ein Modell, was sozusagen Wort für Wort die Frage aufnimmt und auch wieder kodiert. Und dann in dieser letzten Einheit ist praktisch Bild und die Frage kodiert. Also das ist eigentlich etwas sehr Verrücktes in dem Sinne, dass man sich vorstellt, hier sind auch wieder 10 oder 2000 Zahlen drin, die sozusagen die Semantik der Frage und des Bildes kodiert haben und basieren auf denen dann sozusagen Wort für Wort die Antwort, in dem Sinne einzelne Buchstaben, das können aber auch Sätze sein, dekodiert.
Und dadurch, dass es eben viele Daten gibt, sind eben diese Ansätze mittlerweile möglich geworden. Aber wie gesagt, sehr intransparent. Wir können nicht mehr sehr genau, wenn eine Fehlentscheidung getroffen wird, zurückvollziehen, warum das eigentlich passiert ist. Hier mal ein paar Beispiele. Das waren so die ersten Datensätze, die wir gemacht haben. Also einerseits hier, was ist das größte Objekt? Eben das Bett hier. Was ist auf dem Kühlschrank? Ein Magnet und Papier. Und so weiter und so fort. Da ist auch viele menschliche Unsicherheit drin. Das haben wir alles auch entsprechend quantifiziert. Die aktuellen Datensätze und Challenges, die sind ja auf Visual QA, die von Kollegen in Amerika zurzeit gemacht werden, mit komplexeren Fragen, die auch teilweise auch über soziale Situationen hingehen und sehr komplex werden können oder auch Fragen über die Zukunft. Also sind dieses Paradigmen auch ermöglicht, sehr komplexe Fragestellungen, also nicht bloß über Objekte, aber auch über zukünftige Zustände der Szene zu beantworten und anzugehen als Lernproblem. Um den ersten Teil nochmal abzuschließen, es ein bisschen auf eine höhere Ebene nochmal zu heben, gewisserweise den ersten Ansatz, den ich in ganz grob nur skizziert habe, ist gewisserweise in diesem Spektrum, was ich aufzeigen möchte, in der einen Ecke. Die Bildverarbeitung ist auch gewisserweise symbolisch. Wir extrahieren zuerst Objekte und eine große, grobe Szenenstruktur und auch die Sprache ist symbolisch. Wir extrahieren sozusagen den Kern der Sprache in einer menschlich inspizierbaren Form und daraus wird die Antwort generiert. Den zweiten Ansatz, was ich in grob versucht habe, auch nochmal zu umreißen, ist sehr implizit und in dem Sinne, was man auch früher subsymbolisch oder heute immer noch subsymbolisch nennt, es werden sozusagen nur die Informationen in Bild und Sprache in irgendwelche Zahlenketten kodiert gewisserweise, sehr erfolgreich momentan, aber eben nicht direkt interpretierbar. Und das ist auch gewisserweise die Entwicklung. Es gibt diese Extreme, die ich Ihnen versucht habe, kurz zu skizzieren, aber natürlich ist das nicht schwarz und weiß und es gibt auch verschiedene Methoden in der Mitte, wo sich die Performance dieser Methoden hoffentlich irgendwann mit der Interpretierbarkeit und Transparenz der herkömmlichen Methoden treffen kann. Okay, das war der erste Teil, wo ich Ihnen so ein bisschen Einblick geben möchte, in gewisser Weise, wie wir das vorantreiben wollen, Bildverständnis, Sprachverständnis und auch wie das mit den Repräsentationen der Maschinen zusammenhängt und in gewisser Weise, wie wir die noch inspizieren können und dann auch interpretieren können. Im zweiten Teil, wie versprochen, möchte ich ein bisschen auf die dunkle Seite zu reden kommen und hier geht es eben speziell um Privatsphäre. Das ist also ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Wir teilen viele Daten, Sensordaten, Bilddaten, Videos und hier gibt es eben viele Implikationen. Natürlich gibt es viele Plattformen, die uns praktisch dazu ermutigen, das zu tun. Wir teilen sehr, sehr viele Bilder. Das ist einfach Fakt sozusagen. Wir geben sehr, sehr viel für uns preis. Einerseits natürlich haben wir gewissen, wir möchten kommunizieren. Andererseits zahlen wir damit noch einen gewissen Preis. Einerseits arbeiten wir umsonst, wie der vorherige Sprecher auch uns sehr deutlich gemacht hat. Und natürlich geben wir auch sehr viel für uns preis sozusagen. Einerseits von uns, aber auch als Gesellschaft natürlich. Daraus ergeben sich eben starke Privatsphärenrisiken und ist auch eben wirklich weder für den Laien noch für den Experten komplett offensichtlich, was denn nur an Informationen in Bildern drinnen ist. Also wenn ich das jetzt hier angucke, wirkt als harmloses Bild, aber das ist natürlich auch schon möglich eine grobe Position. Es gibt auch Hinweise auf eben persönliche Relationen, praktisch auch Alter, Struktur und so weiter und Personen natürlich, Gesichtsmerkmale. Und das geht aber viele extreme Richtungen, wo zum Beispiel wir uns auch Augenbewegungen angeschaut haben. Augenbewegungen sagen auch viel über unseren mentalen Zustand aus. Reflexionen können Sachen in Bildern aufnehmen, die möglicherweise gar nicht die Intention des Bildes war. Also sehr vielschichtig und gewisserweise auch Gegenstand der Forschung, dass wir erst begreifen müssen, was ist denn wirklich in Bildern alles drin. Ich möchte mich in dem Fall noch mal kurz auf die Personen und die Identifikation mal fokussieren, um ein bisschen fokussierter zu sein, eben auch ein bisschen Einblick zu geben, was die Risiken grob sind und was man auch vielleicht dagegen machen kann, was eben auch wieder aus der Forschung kommt. Gut. Also das sind mal vier Teile, die ich kurz anreißen möchte. Einerseits die Erkennung in sozialen Medien. Wir haben versucht, mal erstmal zu analysieren, wie gut funktioniert das überhaupt, wie groß ist das Risiko und helfen denn die konventionellen Methoden, wie Gesichter ausschwärzen oder Gesichter praktisch so unscharf machen. Und dann haben wir uns komplexere Methoden angeschaut, die versuchen, besser zu sein als das, was wir jetzt graben momentan. Erstmal die Erkennung überhaupt, das schaut praktisch so aus, um das zu analysieren, haben wir uns natürlich solche Daten angeschaut, haben Personen, die im Unterschied nicht mal in die Kamera gucken und haben einige getaggte Beispiele von diesen Personen und fragen, können wir diese Personen erkennen? Und das ist natürlich jetzt wesentlich anders als biometrische Identifikation oder was auf dem neuesten iPhone an Gesichtserkennung läuft, weil das sind sehr heterogene Daten und wir müssen eben verstehen, wie groß sind die Risiken in diesen Daten. Die Posen sind sehr unterschiedlich, die Zeitabstände sind sehr groß unter Umständen.
die Methoden, die wir hier verwenden, sind auch wieder praktisch diese neuronalen Netze, Deep Learning. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die die großen Firmen auch wahnsinnig pushen, weil sie eben sehr gut funktionieren und auch auf mobilen Endgeräten laufen. Das sind aber nicht die klassischen neuronalen Netze von vor 20 Jahren, sondern eben besondere Schichten und auch nicht nur wenige, sondern bis zu 50 von diesen Schichten mit Millionen von Parametern, die eben komplexen Trainingsalgorithmen trainiert werden können. Dazu werden eben viele Datensätze herangezogen und wenn diese Netze dann trainiert sind, haben diese Netze eine hohe Abstraktionsfähigkeit erreicht. Sagen diese Tausende von Bildpunkte werden wieder auf diesen tausend dimensionalen Zahlenketten reduziert. Sozusagen die ganze Information über Identität ist jetzt kompaktifiziert in diesen 500 oder 1000 Zahlen. Und das erlaubt diesen Algorithmen dann eben von nur wenigen Beispielen, 3, 4, 5 oder 10 Beispielen, sehr performante Systeme zu trainieren, die dann die Identität extrahieren können. Um mal ein Beispiel zu geben, was das ungefähr in Zahlen bedeutet, natürlich sind das immer irgendwelche Datensätze, auf denen die Experimente laufen, um gewisserweise einen Eindruck zu bekommen, wie groß die Risiken sind. Aber es zeigt sich schon, dass ab ungefähr 10 Beispielen, das können Sie sich jetzt als getaggte Beispiel auf Facebook vorstellen, wir schon eine sehr hohe Erkennungsrate zwischen 60% und 80% erreichen. Das heißt, in jedem zweiten Fall würde es zu einer erfolgreichen Erkennung führen. Das ist also sehr, in dem Sinne ein sehr hohes Risiko für die Privatsphäre. Jetzt kann man sich eben fragen, inwieweit das jetzt wir uns schützen können. Viele Webseiten bieten ja an, dass man das Gesicht unscharf macht oder ausschwärzt. Und das haben wir uns auch angeguckt. Aber auch in Betracht gezogen, dass man oft nicht nur ein Bild, sondern viele Bilder online hat. Und das sollte ja wahrscheinlich den Angriff noch verstärken sozusagen. In dem Sinne schauen wir uns jetzt praktisch eine Menge von Bildern an, die in einem Graphen verknüpft sind. Jeder Knoten stellt eine Identität dar, die durch solch einen Klassifikator läuft und dann durch dieses Netz werden die Ähnlichkeiten simuliert. Und das eben, um ein realistisches Abbild von dem Gefahrenszenario zu bekommen. Der Algorithmus würde jetzt versuchen, die wahrscheinlichste Identität für die einzelnen Bilder zu finden, unter diese Informationen, die der Algorithmus von dem Klassifikator als auch über die Ähnlichkeiten zweier Personen hat. Wieder ein bisschen, um Eindruck zu geben, was die Analysen herausbekommen haben. Der graue Balken auf der linken Seite wäre sozusagen, wenn man einfach das Bild online stellt, ohne jegliche Veränderung. Und wir sehen jetzt sozusagen, dass das Ausschwärzen und praktisch unscharf machen zu einer gewissen Reduzierung führt, aber nicht komplett sozusagen anonymisiert. Also wesentlich weniger, als wir erhofft oder gedacht haben. Zum anderen, wenn jetzt halt mehrere Bilder in Betracht gezogen werden, sagen wir mal, die beste Identifikation über eine ganze Menge von Bildern sich anschaut, verstärkt das auch wieder die Effekte. Also bis zu 15% der Erkennungsrate werden wieder dazukommen. Also wenn man mehrere Bilder online hat, können sich Identitäten über das Netzwerk propagieren, was wieder zu einer höheren Gefahr für die Privatsphäre führt. Also, ja, natürlich wollen wir jetzt Alternativen haben, weil die Methoden in dem Sinne jetzt halt nicht so erfolgreich sind, wie man das sich erhofft hätte. Wie viele Minuten hatte ich, glaube ich? Ich glaube, noch so 5 Minuten ungefähr. Genau, dann noch 2 Ausblicke quasi für die, wie wir jetzt angegangen haben, das Ganze etwas stärkeren Schutz zu bieten für die Privatsphäre. Und, danke. Auf der einen Seite haben wir uns neue Methoden angeschaut, die für den Menschen sozusagen fast unsichtbar sind, aber die Maschinen komplett aus dem Tritt werfen sozusagen. Das ist erstmal ein bisschen überraschend. Wir haben hier ein Bild von einer Person auf der linken Seite. Das wird erkannt von dem System. In der Mitte haben wir erstmal was, was wie ein Rauschen aussieht. Aber wenn wir das auf das Bild drauf addieren, erkennt plötzlich die Maschine das Gesicht nicht mehr. Der Trick ist hier sozusagen, wir haben eine Funktion, die das Bild klassifiziert. Und wenn wir diese Funktion kennen, also den Klassifikator, den Facebook oder Google benutzt, um uns zu identifizieren, können wir sozusagen ein Rauschen erzeugen, was genau diesen Klassifikator komplett aus dem Tritt wirft, gewisserweise. Das ist natürlich interessant, weil es für den Menschen sozusagen der Nutzen des Bildes sich kaum ändert, aber natürlich sozusagen für die Maschine das Bild nicht mehr zugänglich ist und zumindest nicht mehr zu einer korrekten Klassifikation unter diesem besonderen Modell führt. Das Problem damit ist natürlich, als Nutzer kann ich solche Perturbationen, wie wir dieses Rauschen auch nennen, einführen, bevor ich meine Bilder hochlade. Aber natürlich gibt es auch gewisse Gegenmaßnahmen. Also natürlich kann die Online-Seite wieder versuchen, das Rauschen zu entfernen. Was wir insbesondere gemacht haben, das dann in einem spieletheoretischen Framework uns anzugucken, welche Aktion der Nutzer am besten wählen sollte, um die minimale Erkennungsrate zu erwählen. Und in dieser Studie wurde eben die Erkennungsrate dann von 90% auf 7% runtergedrückt. Also eine starke Reduktion der Erkennungsrate und damit besserer Schutz der Privatsphäre.
Aber natürlich, das Kleingedruckte und der Beipackzettel sagt natürlich, ich habe vorhin gesagt, wir haben das Modell, wir wissen praktisch, welches Modell Facebook oder Google benutzt und natürlich ändert sich das Modell mit der Zeit und deswegen ist es schwer, diese Methoden dann skalieren, auch praktikabel zu machen, da ist noch viel Forschung nötig. Und deswegen habe ich noch einen letzten Ansatz, den ich Ihnen kurz umreißen möchte, der modellfrei funktioniert, wir müssen praktisch nicht das Modell kennen und die Idee hier ist sozusagen, das Bild zu resynthetisieren. Also wir haben sagen, ein Bild, wenn ich es jetzt unscharf gemacht hätte, wird es noch erkannt von dem Algorithmus, aber wenn wir das Bild resynthetisieren und das Aussehen der Person leicht verändern, schaffen wir tatsächlich, dass das System nicht mehr die Person erkennt. Möchte ich Ihnen auch noch mal ganz kurz umreißen, wie das funktioniert. Das sind jetzt auch sehr aktuelle Modelle, die erst vor 2 Jahren wirklich sehr gut funktioniert haben und das erst sehr neue Methoden sind. Die Idee hier ist, dass wir ein System mit Rauschen, also wirklich uninformativen Daten füttern und dann haben wir ein Netzwerk, was dieses Rauschen in Gesichter transformiert, also ein System, das Gesichter generieren kann erstmal. Das ist aber praktisch nicht genügend. Die Systeme würden Gesichter generieren, die erstmal sehr unrealistisch sind. Was dann noch dazu kommt, ist ein zweites Netz hier oben, was sozusagen im Wettkampf mit dem ersten Netz steht und versucht zu erkennen, was reale und was synthetisierte Gesichter sind. Und nachdem diese beiden Netze sozusagen zusammenarbeiten, schaffen wir es tatsächlich, realistische Gesichter zu synthetisieren. Das war oft auch in der Presse gewesen. Auch diese Methoden haben ihre Schattenseite, auch in Sachen praktisch Fake Information zu generieren oder irgendwelche Fake Images, Videos. In diesem Fall haben wir für was Gutes eingesetzt, eben neue Gesichter zu generieren, aber nicht irgendwelche, sondern Gesichter, die in den Kontext und auch in die Pose der Person passen, sozusagen. Also mit die gute Bilder sind, mit denen wir die Person ersetzen können, um möglichst viele visuelle Informationen zu halten, aber jedoch den Klassifikator zu stören. Und das ist jetzt hier ein Beispiel davon, das ist die etwas frühe Version der Methode. Links sehen Sie das Originalbild und hier nach rechts sozusagen verändert sich Schritt für Schritt das Aussehen der Person. Ab einem gewissen Punkt sehen Sie auch ein paar Artefakte und natürlich bewegen wir uns dann auch von der Person weg sozusagen in dem Aussehen der Person. Unten noch ein anderes Beispiel, wo Sie auch sehen, ab hier ist auch ein krasser Bruch drin, wirklich dann sich die Identität auch für den menschlichen Beobachter stark verändert. Aber wir haben hier ein modellfreies Methode. Wir müssen nicht den Erkennungsalgorithmus von Facebook, Google wissen. Es ist auch ästhetisch in vielen Fällen besser, als einfach einen schwarzen Klotz drüber zu machen. Und die Erkennungsrate ist deutlich niedriger auch als bei den klassischen Methoden. Und das liegt auch daran eben, dass wir eben sagen, auch falsche Informationen einstreuen, die dann auch ein Erkennungssystem in die Irre führen kann. Ich hatte am Anfang gesagt, das Problem ist wesentlich breiter, es sind nicht nur Personen. Wir haben viele verschiedene Attribute in diesen Bildern enthalten und da haben wir uns auch das generell mehr angeschaut und unsere größere Vision ist hier quasi einen Visual Privacy Advisor, also einen Algorithmus, der den Menschen sagen, zur Seite stehen kann und vielleicht auch warnen, wenn er gerade was postet, was Informationen hält, was nicht seinen Privatsphärenpräferenzen entspricht. Also wir haben sagen, versuchen, was man jetzt schon auf dem Telefon hat, wo man jetzt sagen, ich will meine Position nicht teilen, ich will meinen Kalender nicht teilen, sowas auch für Bilder zu haben. Ich will vielleicht mein Alter nicht teilen, ich will irgendwie meine sozialen Relationen nicht teilen und ein System, was dann automatisch versucht, den Benutzer zu warnen, wenn er gerade so etwas teilen möchte und entsprechend auch Methoden dort zu haben, die dann versuchen, die Informationen aus dem Bild zu entfernen, sodass der Benutzer einen Trade-off erzielen kann zwischen Privatsphäre und dem Kommunikationswert, den er eigentlich auch haben möchte. Gut, damit möchte ich schließen. Ich hoffe, Sie haben einen groben Überblick bekommen, einerseits über unsere Forschung und auch ein bisschen, wie wir das Ganze in Einklang bringen wollen mit den notwendigen Bedingungen der Privatsphäre, auf die sich auch unsere Gesellschaft durch geeinigt hat. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Danke für Ihren Vortrag. War sehr interessant und mich würde interessieren, ist es gedacht, das dann Open Source zu machen? Oder ja. Zum Beispiel in der App, dass ich dann die App einfach auf mein Smartphone runterlade und dann habe ich die App aktiviert und ich kann dann einfach meine Bilder machen und dann kann ich die hochladen. Genau, also prinzipiell die Modelle, die wir da bauen und erforschen, die machen wir öffentlich verfügbar sozusagen. Auch die Publikationen, die Techniken sind auch öffentlich verfügbar. Wir haben die Sachen jetzt so nicht sagen implementiert und irgendwie jetzt irgendwie in der Firma sagen, das dann dann auch entsprechend in die Praxis gebracht. Das Sachen, die wir uns auch jetzt gerade eben angucken. Wir haben sozusagen die Grundlagenforschung betrieben, um sagen Methoden zu haben, die das überhaupt können. Und der nächste Schritt ist dann auch spannend, eben wie kann man jetzt wirklich das dann auch auf die Straße bringen.
Das ist nochmal eine andere Frage. Das sind auch schon viele Sachen, wo dann nochmal die Implementierung mit einhergeht, auch an dem Beispiel, wenn ich sage, man kann das Gesicht ersetzen, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Familienfoto, wenn ich das alles als ausschauen, das ist natürlich jetzt, wenn jemand im Hintergrund steht, sagen, der eigentlich gar nicht im Bild sein möchte, dann wäre es natürlich natürlich, den zu ersetzen durch eine andere Person. Das sind auch viele Sachen, wie man es dann auch implementiert, dass wirklich der maximale Nutzen für einen Benutzer herausspringt. Das sind nochmal also andere Fragen, die auch komplementär zur Grundlagenforschung sind. So, vielen Dank nochmal. Ich habe eine Frage, und zwar, wo stammen denn die Gesichter her, die da reingemalt werden? Achso, die drüber gemalt werden, das genau. Tatsächlich, das sind auch, also wir sind tatsächlich auch Methoden, die auf Daten wieder trainiert wurden. Also das sind eben diese, quasi, wenn man viele Gesichter gesehen hat, lernt das Modell gewisserweise, wie die Verteilung aller Gesichter ausschaut sozusagen und lernt dann neue Gesichter zu synthetisieren. Es ist eine interessante Frage, inwieweit das natürlich auch dann Gesichter sein können, die im Trainingssatz drin, weil man sicherstellt, dass keine bekannten, sondern wirklich neue Gesichter synthetisiert werden. Deswegen insbesondere haben wir jetzt auch in aktuellen Arbeiten, die noch nicht veröffentlicht sind, auch angeschaut, wie wir mehr Kontrolle darüber haben können. Was ich jetzt ganz kurz hier skizziert habe, ist ein rein datengetriebener Ansatz. Also wieder an dem einen Ende vom Spektrum, wo man einfach nur viele Daten reinsteckt und das Modell lernt, Gesichter zu synthetisieren, wo wir wieder auch wenig Kontrolle haben. Aber wir haben eben auch jetzt dann auch weiter geschaut, wie können wir die Kontrolle gewinnen, um gerade sicherzustellen, wie ähnlich ist das zu anderen Gesichtern und eben auch dann auch kontrollieren zu können, wie groß der Abstand zum ursprünglichen Gesicht auch dann. Ja. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich fand auch besonders die Idee über die Adversarial Attacks sehr schön. Können Sie da schon Aussichten geben, wie sinnvoll Blackbox Adversarial Attacks, also was für gute Aussichten die haben? Können wir die irgendwann benutzen, um generische Algorithmen von Facebook oder Instagram auszutricksen? Genau, haben wir uns natürlich auch angeguckt. Es gibt auch viele Netzwerke, also es gibt einige Arbeiten, die so eine Art so wie Shadow Networks trainieren, wo praktisch man versucht, einige Male das Netzwerk von Google auszuwerten. Und je öfter man das macht, je mehr lernt man über diese Netzwerke. Man kann dann auch dann praktisch deswegen heißt Shadow, weil es praktisch der Abklatsch von dem Google-Netzwerk ist, was dann hoffentlich ähnliche Eigenschaften hat. Und das sind auch spannende Fragen in Sachen Intellectual Property, also diese Netze, inwieweit können wir die kontrollieren, da schauen wir uns eben auch an, wie können wir die Auswertung der Netze kontrollieren, weil es gibt immer beide Seiten, es gibt immer quasi die Leute, die man auch schützen will, weil man eben auch zum Beispiel nicht die Netze angreifbar machen, andere will man vielleicht reingucken können, um Privatsphäre zu schützen. Wir haben uns insbesondere auch, haben jetzt dieses Jahr auch eine Publikation, die jetzt erscheint, wie kann man so eine Art Reverse Engineering machen? Kann man wirklich lernen, was in dem Netz drinsteckt, wenn man es nur von außen beobachtet? Das ist ja der Blackbox-Gedanke. Und da zeigt sich auch, dass diese Grenze zwischen Whitebox, wo man reinschauen kann, und Blackbox, wo man nur die Ausgabe sieht, nicht so, so klar ist mehr. Also das ist auch was gerade eben aktuell sehr spannend ist, eben aus den verschiedenen Gesichtspunkten. Einerseits Schutz der Netze, aber andererseits auch kann man eben reingucken, um solche Sachen bei der Privatsphäre eben anzugreifen. Ja. Danke. Gerne. Sie haben ja im ersten Teil gezeigt, dass Sie wollen Ihre Maschinen beibringen, Bilder zu erkennen, ohne dass Sie ihnen den Lösungsweg vorher angeben. Wie genau machen Sie das denn? Weil die Maschine muss ja trotzdem ein gewisses Repertoire an Methodiken haben, mit denen sie anfangen kann, dieses Bild zu analysieren. Ja, ich habe also ein paar Details unter den Teppich gekehrt und natürlich geben wir dem Modell auch eine gewisse Struktur vor. Aber nicht mehr so viel wie früher. Wir sagen praktisch, man kann Methode A, B und C auswählen sozusagen, sondern ich denke, das Schlüsselkonzept ist, wir hängen sagen dem Esel noch die Karotte vor die Nase, sagen, also da soll es hingehen, gewisserweise, aber wir sagen jetzt nicht, jetzt haben wir erstmal ein Objektdetektionsverfahren, dann haben wir noch diese Segmentierung, das haben wir alles nicht mehr und das kommt eben durch dieses Revival dieser neuronalen Netze. In gewisser Weise sind das sehr einfache Rechnungsoperationen, die eben das Bild Schritt für Schritt in neue Merkmalskarten transformieren. Das geben wir vor. Es gibt praktisch eine Anzahl von Parametern, wo das Bild gefiltert wird oder irgendwelche Multiplikationen, Klassifikationen ausgeführt werden. Aber wir geben nicht vor, was die einzelnen Zwischenstufen sind. Wir geben nur am Ende vor, und das ist auch ein bisschen das Verrückte, dass das funktionieren kann, über viele Schichten hinweg, wir sagen, da sind die rohen Bilddaten und am Ende sozusagen
ist ein Pferd drin oder irgendwas. Und was wir schon öfter machen, ist, wir das Ganze antrainieren. Wir haben praktisch die unteren Schichten, die die Bildrepräsentation darstellen, schon mal auf dem Objekt-Task vortrainiert, aber das Netz ist später auch frei, das wieder umzukonfigurieren und für was anderes zu benutzen. Ja? Aber das ist auch mehr eine Frage der Trainingsdaten. Ich denke, wenn wir mehr Trainingsdaten für solche Sachen hätten, könnten wir es wahrscheinlich auch komplett vom Scratch, wie es bei uns heißt, dann trainieren. Ne? Also wir haben schon noch gewisse Vorgaben, wie die Struktur dieser Modelle ausschaut, aber auch insbesondere, wenn wir es dann wenn wir es fertig trainiert haben, wissen wir nicht, an welcher Stufe welche Art von Wissen oder Repräsentation dann wirklich dargestellt ist. Es gibt Methoden, das wieder zu visualisieren, aber das ist auch Gegenstand der Forschung, ist nicht so einfach. Ich hoffe, das ging so, hat einigermaßen die Frage adressiert. Gibt es noch eine letzte Frage? Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Klärungsfrage. Es geht um diese Verwirrungsstrategie, die Sie zum Schluss angesprochen haben. Und Sie haben gesagt, das ist nicht modellbasiert. Eine Klärungsfrage, was ich nicht ganz verstanden hatte, wenn ich jetzt sozusagen wieder viele dieser gefilterten Bilder hätte, ist Ihr Argument, dass ich dann mit einem neuronalen Netzwerk nicht in der Lage wäre, diese Bilder wieder sozusagen, wenn ich eine ganze Menge davon hätte, keine Muster, keine Ähnlichkeiten zu erkennen? Ah, in die Richtung habe ich nicht argumentiert. Es war in die andere Richtung zu sagen, dass in dem ersten Fall muss ich überhaupt, um eine Reduktion der Erkennungsleistung zu haben, das Modell kennen. Im zweiten Fall habe ich das Modell nicht gekannt und konnte die Erkennungsleistung des Identifikators reduzieren. Aber Sie haben komplett recht, sozusagen, wenn dann wieder eine Gegenstrategie sagen, erfunden wird und sagen, zumindest, es wäre zum Beispiel auch schon, es würde der Privatsphäre wieder schaden, wenn jemand anderes diese Beispiele detektieren kann und zum Beispiel sagen kann, das sind synthetische Bilder. Das ist also auch was allgemein sehr spannend ist, weil Leute stellen irgendwelche Bilder und Videos online, die synthetisiert oder manipuliert sind. Natürlich wollen wir wissen, dass die manipuliert sind. In dem Fall, gewisserweise, möchten wir ja zum Beispiel dem Online-Dienst falsche Informationen unterschieben. Da möchten wir nicht detektiert werden. Also da ist auch noch ganz spannend, ob es da eine gewisse Grenze gibt, ob man immer detektierbar bleibt oder ob gewisserweise die Synthetisierung so real werden kann, dass es wirklich keine Möglichkeit mit auch durch Lernverfahren gibt, die von realen Daten zu entscheiden. Das ist eine spannende Frage, die eben auch viele Auswirkungen auf Privatsphäre, aber natürlich auch generell auf Medien haben wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Thank you.